Hier? Ja. Oh, ist das etwa... Oh, ich kann es nicht. Bitte, kann ich die Poutine haben? Der übergibt die Poutine. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Nom, 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 nom. Ha, das ist schon viel besser. Endlich ist es draußen. Wer zum Teufel ist das? Ich wusste nicht, dass es so schlimm geworden ist. Das letzte Mal war es nur eine Schlange, die aus mir herauskam. Ich konnte sie einfach draußen freilassen. Das? Das ist etwas ganz anderes. Tja, hallo. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ich endlich dieses elende Mädchen los bin. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ha? Oh nein, das ist alles meine Schuld. Jemand muss diese Frau aufhalten. Man weiß nie, zu was sie in der Lage sein könnte. Außerdem, ich glaube, sie hat meinen Toaster gestohlen. Der sprechende Toaster ist Gron. True. Hast du herausgefunden, wohin diese Frau verschwunden ist? Hast du sie aufgehalten? Ich kann einfach nicht damit leben, dass ich so jemanden in diese Welt gelassen habe. Außerdem, hast du gesehen, wo mein Toaster geblieben ist? Okay. Neue Quest. Sie hat... Weiß ich nicht, irgendjemanden gekackt. Der Toast ist mit ihr durchgebracht. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin weg, macht's gut, ihr lieben Tux. Hab eine wunderbare gute Nacht. Danke fürs Reingeschaut haben. Toasty, no! What the fuck? Also, was ist dieses Spiel manchmal? Warte mal. Wie viel Pizza haben wir denn noch? 16 Stück, komm. Muss man noch nicht. Wie kannst du nur? Warum gehst du Tux dein? Tux, eine Frage habe ich bei deinem Namen, by the way. Weil ich dachte erst, Tux würde sich an den Linux-Pinguin, der heißt ja Tux, anlehnen. Und ich war dann ein bisschen enttäuscht, dass dein Profilbild kein Pinguin ist. Was habe ich nämlich sehr erwartet, als ich deinen Namen das allererste Mal gelesen habe. Dass gar keine... gar keinen Zusammenhang anscheinend gibt. Falls du noch da bist. Das würde ich gerne wissen. Ob es dazu mal einen Zusammenhang gab oder ob das Zufall ist. Wie gesagt, bei Tux denke ich halt an den Linux-Pinguin. Weil der heißt Tux. Was sind das schon wieder? Ah, okay. Wildbret. Oh. Actually, ich muss... Aber heißt ja auch Tux Deluxe und nicht Tux Linux. Ja, es kann ja auch nur ein Luxus-Tux sein. Von daher... Wir haben beide nicht getroffen. Mein Gott, zweimal nicht getroffen. Hey Flux, so verabschiede ich mich aus dem Lurk. Gute Nacht oder schönen Start in den Tag. Dann Flux, danke für deinen Lurk. Habt ihr auch einen wunderschönen Start in den Tag oder gute Nacht? Man weiß es ja um die Uhrzeit immer nicht. Oh, stand da gerade. Ich hätte die... ja, hab ich. Gelevelt. Nein, wir möchten das nicht ändern. 60% Silberschild. Okay. Die Frage, darf ich nach Osten gehen und hier runter? Ich lege mich 2 Stunden hin. Dann startet bei mir der Tag heute. Eieiei. Das für dich ist eigentlich gerade mitten in der Nacht. Oh. Chester schläft mitten auf dem Weg. Ja, wir können ihn streicheln. Tuff, Off-Brand Tuck Cracker? Oh, die Tuck Cracker sind super. Chester, warum lässt du mich denn nicht in die Höhle? Route 15, ja. In Bär. Es ist diese mysteriöse Uhrzeit, wo alles möglich ist. Richtig. Oh, wir können gerade penetrieren, sehe ich. Haben wir eben das ins Herz gestochen? Kinder. Warte.
Ich möchte nochmal die Animation kurz sehen, die ja ungefähr so eine Form hat und das lange Ding da reingesteckt wird. Passt mal kurz auf. Und vor allem auch noch so vor, zurück, vor. Hm? Oh, das Spiel! Halt! 60%, okay. Das alles ganz zufällig so in dem Spiel. Guten Morgen, Demian. Sus! Warte, das Spiel ist doch nicht sus! Nein! Das ist ja Wahnsinn. Deine Zähne sehen aus wie Duisburg und Gelsenkirchen. Da ist noch Essen zwischen. Ein wunderbarer Witz, sehr schön. Wach bleiben oder sich von Dave einlullen lassen und schlafen. Immer einfach mir einlullen lassen. Warte, hier geht's runter? Wo geht's hier runter? Halt, ach, da geht's runter. Warte, bin ich hier richtig? Ah ne, von da kommen wir. Moment. Weiter ging's nicht. Eine halbe Lasagne. Oh, eine halbe Lasagne hätte ich jetzt auch gern. Ich hätte auch gerne eine ganze Lasagne. Und wer nicht weiß, wer Chauncey ist, muss Imaginary schauen. Ich weiß nicht, wer Chauncey ist und Imaginary. Ich kenne Chauncey. Das ist der englische Name für Chanera. So. Ich auf die Uhr geguckt und mach mal den Rage-Stop rein. Das flickert immer so beim Raustappen. Aha. Hähnchenschenkel, gut. Oh Gott, warum ist das so lang hier? Schalter umlegen. Irgendwo geht eine Tür auf. Wird schon wichtig sein. Mimik! Level 31. Machen wir den Wichser alle! Möchte hier jemand Daves Bauch streicheln? Was? Ja, doch, ihr müsst mit dem Bauch streicheln. Das bringt Glück. Und so. Ein billiger Trick. Hm. Das penetriert Animation. Hier kann ich mehr. Ey. Müsste gehen, ja. Also ich glaube, das müsste reichen. Dann leechen wir mal wieder ein bisschen. Oh. Du hältst mittlerweile gut weit auf. Das ist schlecht, actually. Oh, jetzt kommt er mit Lifesteal. Ja, toll. Super, das geht jetzt hin und her. Bitte kein Status, kein Status, kein Status. Fuck. Auch noch Poison. No. Ja, der Kampf ist hier vorbei. Level up und heal, maybe. Alles. Es ist ja perfektes Timing gewesen. So. Wunderbar. Ausrüstung. Der von Specialty. Ja, wir nehmen den. Das. Ja, das ist ja auch gelevelt. Und Waffe. Nehmen wir die Spatel. Jawohl. Dadurch haben wir nämlich überall plus 5 oder plus 6 nochmal einen Bonus. That's nice. 130 Defense, 112 Special Defense. Special Attack 95. Ja, ja, ja. Wo ist der Dev Copy Pasta zum Medium Film? Schreib's mir ins Feedback Channel im Discord. Vielleicht überlege ich mir mal was. Imaginary ist ein Film, soll Horror sein. Und da gibt's einen Bär, der heißt Chauncey. Seitdem alle Bären Chauncey. Ah. Ne, aber weil Tobi es schon ansprechen wollte, das Problem ist, ich mag Filme nicht. Und zwar generell. Das Medium Film funktioniert für mich einfach nicht. Warum kann ich hier so weit hochlaufen schon? Oh, ne Bett. Mach mal Brühstück, weil ich kriege anscheinend immer Stuff dadurch. Eine Garnele. Ich glaube, wir hatten zwei Garnelen. Tatsächlich, jedes Mal, wenn ich die Attacke einsetze. Ah ja. Hier oben ist Bossroom, da ist aber noch zu.
Dieser Fehler in sich. Das Problem ist, Filme funktionieren für mich einfach nicht. Damit mich ein Film richtig interessiert, muss ich in irgendeiner Art und Weise emotional mit involviert sein. Das Problem ist, Filme dauern anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Moment, mittlerweile ist zwei Stunden eigentlich so die gängige Länge. Was ja früher eigentlich als Überlänge galt. Weil die Handlungen durchaus komplexer werden. Und das ist das Problem. Die zwei Stunden reichen auch nicht aus, um mich so weit abzuholen in dem Film, dass ich sag: Dinonagi? Ja, ich empfinde irgendwie Mitgefühl, Empathie oder irgendwas. Die meisten sind mir einfach egal. Der Film fängt an. Die Handlung wird aus meiner Sicht durchgeballert. Und danach ist der Film vorbei. Und ich gehe raus und denke mir, war mir jetzt eigentlich relativ egal alles. An deinem Madness. Wenn wir treffen, wäre es gut. Deswegen funktionieren Filme für mich einfach nicht. Während Serien halt einfach, die ihre Story und Hintergründe einfach super genau erzählen, dass ich die Motivation eines Charakters deutlich besser nachvollziehen kann, weil es halt einfach, sagen wir mal, 10 Folgen, eine Stunde sind, das sind 10 Stunden. Und da ist man immer getroffen. Da kann ich deutlich mehr mit anfangen. Deswegen mag ich Filme nicht und Serien. Oh boy. Und Serien schon. Jesus! Schlagring. Ja, von mir aus. Dinonagi. So viele Dinonagis. Aber Serien dauern immer so lange. Ja, aber sie sind ja halt doch einfach besser. Oh boy, das ist ein wilder Effekt. So, hoffen wir mal, dass Madness in dem Kampf jetzt vorbeigeht. Also wir machen ja mehr Schaden, deswegen. Es fehlen nur 5 HP, lass mal. Ja, nicht getroffen. Anscheinend. Aber bei, wir müssen eh. Heftiger Stoß. Nicht getroffen. Ach, come on. 1. Ha, es ist vorbei. Gott. Das ist actually gar nicht so ein guter Move, der Schlagring. Und Serien mit Filmen dazwischen? Du meinst, wo die Filme nochmal extra Story quasi erzählen? Ach, Mann. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die sind aber auch immer so gerusht, deswegen. Was aber auch schlimm geworden ist, die neuen Filme wurden so an diese Generation TikTok angepasst. Ich finde das richtig schlimm. Ja, Cuts sind sehr schlimm in Filmen. Deswegen, so Actionfilme sind sowieso eigentlich immer blöd, wenn sie nicht einen auf Comedy noch machen. Comedy-Filme funktionieren, weil da geht es einfach nur um den billigen Lacher. Entweder du findest den Humor super oder nicht. 289. Ja, wir spekulieren auf das Level ab. Das funktioniert wieder. Als einziges aber auch bei Filmen. Weil zum Beispiel sowas wie Fluch der Karibik. Super. Es nimmt sich von Grund auf nicht zu ernst. Die Motivation ist einfach nur Piratenschätze, yoho. Und eine Buddel voll rum. Dazwischen halt ein paar gute One-Liner. Und gut ist die Sache. Deswegen funktioniert das. Wenn das jetzt aber nicht so eine Filmtrilogie zum Beispiel ist, wie Herr der Ringe oder halt eben was Großes Zusammenhängendes, dann wird's halt schwierig, weil es halt einfach eben durchgeballert wird. Diese ganzen Marvel-Filme zum Beispiel, auch wenn die sogar zusammenhängend sind, oh nein, Madness, finde ich die gar nicht so geil. So gar nicht. Ich hab ein bisschen Angst, dass er mich killt. Okay, du triffst auch nicht. Das ist so mein Problem mit Filmen einfach. Mann! So, jetzt. Einmal treffen. Oh mein.
Ja, wir müssen heilen. Hilft nichts. Die Putine hat doch irgendwie 100 gehabt oder so. Ach, das war dumm. 149? Also, er hätte eine Pizza nehmen sollen. Scheiße. Weil wir kriegen sowieso jetzt den Level up. Fuck. War richtig dumm. The Boys ist geiler als alles Marvel und DC. Nicht gesehen. Oder? Ja, 4000. Verdammt. Das war gerade Itemverschwendung. Oh. Marvel-Filme sind einfach nur weird verstecktes Wirrwarr. Oh, guck mal, richtig gelaufen. Flügelstiefel. Ja. Rüsten wir doch direkt mal aus. Ich brauche aber irgendwo hier einen Hebel. Ich verstehe dein Problem da völlig, aber manche Filme schaue ich halt trotzdem. Vor allem, wenn es Genre Horror oder übernatürlich ist. Ja, die erst recht nicht. Da gucke ich auch die Serie nicht. Ich bin gar kein Horrorfreund. Guten Morgen, Will. Guten Morgen, Rave Dave. Du geilster aller Dudes. Ich bin so geil, ey. Versteck Frauen und Kinder. Halt, Moment, Frauen. Nein, das klang falsch. Moment, das streichen wir. Halt, stopp. Ich liebe Horror. Nee, gar nicht. Ich bin absoluter Schisser. Deswegen kann ich schon DBD nicht spielen. Das ist mir schon zu gruselig. Oh, nee. Nicht schon wieder Madness. Verteidigung funktioniert aber, oder? Ja. Warte, DBD? DBD ist mir zu gruselig. Ich kann es gucken, ich könnte es aber nie selbst spielen. Verführen? Meine Defense geht runter. Es wäre schön, wenn du treffen könntest, mein Gott. Oh man, das ist widerlich. Blutdurst, Blutdurst, Blutdurst. Hallo, Flummi. Nein, Blutdurst, Blutdurst, Blutwurst. Hm. Ja. Blutdurst, Blutdurst, Blutwurst. Mhm. Warum bist denn du vorher dran? Halt, stopp. Das Viech nochmal vor mir, Mann, ey. Schlagring ist gelevelt. Warte, dann können wir wieder auf den Spatel ändern. Gibt uns... Und hier ist ja... Warte mal. Oh. Auch schon fertig gelevelt mit einem Kampf. Wunderbar. Dann... Zack. Genau, ein Outfight. Habe ich die Pizza mit 40 relativ gut. Mal eine. Zum Heilen. Ich bin auch super schreckhaft und ich habe schon Controller vor Schreck weggeworfen. Ich liebe Horror zu sehen und mittlerweile auch leichten Horror zu spielen. Ich habe mich mal vor vielen Jahren von Freunden überreden lassen, mit ihnen ins Kino zu gehen. Das ist bestimmt falsch, hier lang zu gehen, oder? Okay, ist das egal. Wir waren in Paranormal Activity in 3D. Ich habe mich bei einem Jumpscare so erschreckt, ich habe die 3D-Brille weggeschlagen und die sind irgendwie so plipp. Und die sind drei Reihen weiter vorgeflogen. Ich musste dann im dunklen Kino wieder mich vortasten. Und meine 3D-Brille neu suchen. Das war. Ah, du Scheiße, das ist nicht. Wann entwickelt sich denn Pokémon? Wir sind das selber. Weiß ich nicht, wann wir uns entwickeln, wenn wir ein höheres Wesen werden. Was ist das für ein Verarschungsgame da? Hä, das ist super. Das hat einfach ein Oldschool. Ein Game, das hat theoretisch auf einem 16:9 Gameboy rauskommen hätte können damals. Das aber einfach nicht kam. Nee, das mal heilen. Ew. Wir heilen aber nicht viel. Aber auch direkt 3D, warum geht Kino dann lieber zu Hause, wo man eine Bewegungspause machen kann? Ey, hab mich überreden lassen, keine Ahnung. Bestraft, machst du mir Handschellen angelegt? Oh. Handschellen. Verteidigung geht. Bei Lights Out haben wir zwei Pausen gemacht zu Hause. Ja, keine Ahnung. Die wollten da halt unbedingt damals hin. Der lief halt gerade im Kino, also. Dann bin ich halt mitgegangen. Hab gesagt, das war das erste und letzte Mal, dass ich in einem Horrorfilm reingehe. Das ist. Nee, da war nichts für mich.
kein Poison, kein Poison, kein Poison. Ew, Stiffness. Was haben wir denn Stiffness? Aber wenn du jetzt Poison hinterherhaust oder. Nee, Bleed macht? Poison oder Bleed? 68. Ich habe ein Stück Holz gefunden. Habe ich das richtig gelesen? Ach so, ja. Es war eine Kiste, ne? Die Mimic. Gibt ja immer noch dieses Ding eben. Weil Michi auch gesagt hat, eine Mimic kann anscheinend alles sein. Diamantenanhänger. Ja. Ich habe wirklich von allen vier Kisten direkt die Mimic genommen. Gab schon immer den Gag, oder was man gesagt hat, irgendwann gibt's Dark Souls mit Mimic Bonfire. Dass das Bonfire dich einfach angreift. Und erst wenn du es getötet hast, kannst du wirklich dann rasten. Der fliegt den Schalter um. Ja, das wird der Schalter zum Bossraum sein. Dave's Zeit war noch damals, als man Filme nur im Kino oder auf DVD ein Jahr später. Hä, DVD? Ja, DVD. Ich bin nicht mit VHS-Kassetten aufgewachsen. Bei meiner Mutter stehen nicht noch alle Disney-Filme, hier Dschungelbuch und so, auf VHS-Kassette. Nein. Da alle DVD, ja. Farblos, das ist gerade das Geile. So ein bisschen mehr Farbe wäre cool bei den. Achso, jetzt geht halt je nach meinem Status. Ist halt das Gelb in Grün normal. Oh, jetzt, weil ich Stiffness habe, ist es schwarz-weiß. Wenn ich bleede, ist es schwarz-rot. Was haben wir noch? Poison ist, glaube ich, auch. Was hat denn Poison nochmal für eine Farbe gehabt? Weiß nicht mehr. Ich finde das eigentlich ganz charmant, weil es eben diesen Retro-Stil dadurch hat. Weil halt Spiele so waren früher. Wenn man den alten Gamer anguckst, du hattest halt vier verschiedene Graustufen. Und halt weiß, schwarz und halt zwei Graustufen quasi dazwischen. Ja, es war eher grünlich, das lag aber am Monitor des Gameboys. Von daher, das mal außen vor. So, lass mal Verteidigung machen. Ich glaube nicht, dass ich es one-hitten kann, den Rest. VHS, das waren noch Zeiten. Dave ist meine Poison. Ja, Passion. Okay, haben's doch gekillt. Na gut. Was sagt ein Level Up? 1000. Es könnte ein dicker Mob sein. Das nächste Level Up. Wir müssten jetzt eigentlich zum Drachen kommen. Oh. Der Herbst, die hört das gar nicht gern. Überlegt gerade. Soll ich mich hier rausbringen lassen? Könnte. Actually gar nicht so dumm sein. Wir haben ja alles. Es müsste ja straight zum Boss gehen. Und da wäre es einfacher, von vorne reinzulaufen. Okay. Klappt nie, ne? Jetzt. Schade. Wir haben nur keinen VHF-fähigen Spieler mehr. Ah. Meine Mutter müsste noch einen haben. Den wollte ich sowieso noch mal haben mit allen diesen VHS. Weil, das ist ja das Gute, als Streamer hast du ganz viel lustigen Technik-Schnickschnack. Ich könnte den halt wirklich anstecken und so die ganzen, habe ich noch einen bekommen? Nee, gemeistert habe ich ihn. Den Diamantanhänger. Perfekt. Das wieder ausrüsten. Dann kann ich nämlich die ganzen VHS-Kassetten aber relativ easy digitalisieren. Einfach reinlegen, an OBS hängen, in OBS auf Aufnahme drücken und es dann einfach laufen lassen. Und wenn ich es vergessen habe, auszuschalten. Hier rechts. Kann ich es immer noch schneiden. Mit Retro Tink 4K digitalisieren. Muss man ja nicht mal so krass machen, aber. Du kannst mit OBS halt einfach auch relativ easy. Ich hab jetzt kein Level Up bekommen. Ich hätte rausporten sollen. Das wäre smarter gewesen. Ja. Retro Tink 4K, sagt mir nichts.
Das Soft oder Hardware? Was guckt Herbst die so? Was blänkst du? Was habe ich jetzt wieder Dummes gesagt? Jetzt will ich es wissen. Wie steckst du den VS-Player an den PC? Hab ich doch gesagt, ihr habt genug Technik, Schnickschnack. Wie stecke ich meinen GameCube an? Wie capture ich den? Hm? Das ist auch der gleiche Skatport. Achso, ach, du wurdest angezwinkert. Ah, zwinkert Herbst die nicht an. Sie mag Zwinker-Smileys nicht. Die nimmt euch das richtig übel. Trust me. That don't do. Da habt ihr ganz schnell, also, wo muss ich hin? Na toll. Der sieht was Upscaler. Ach, der! Okay, diese Upscaler sind scheiße teuer, die kann ich mir nicht leisten. Das. Dein PC hat einen SCART-Port. Nein, ich kann SCART zu USB oder SCART zu HDMI machen. Aber SCART zu USB ist deutlich einfacher und billiger. Mein PC hat keinen SCART-Port. Ich will den eigentlich. Kann ich fliehen? Ja, perfekt. Hier zum Boss hoch? Ich glaube, hier ist. Ja, hier ist richtig. Oh. Das ist Rayquaza. Es sieht halt wirklich aus wie Rayquaza von hier. Na, okay, es ist ein Shenlong eher. Wir sind Full Life. Richtige Sachen haben wir an. OSSC genügt auch. Da, also weiß ich nicht, was das schon wieder ist. Ich kenne mich mit dem Kram nicht aus. Der Luftdrache erhebt sich bedrohlich und löst echte Urängste in dir aus. Die uralte Macht, die von ihm ausgeht, ist von albtraumhaften Bösen durchdrungen. Der Luftdrache greift an. Tja, Shenlong. Das ist der mächtige Luftdrache, Herr der Himmel. Na, gib's mir weg, du sadistischer Wichser. Was? Was steht denn da? Gib's mir weg. Nee, bitte nicht. So, Verteidigung. Ah, du Wichser. Ah, er ist vorher dran, das ist gut. Poison. Oh, wir sind gleich Level. Yes, Poison first try. 20% mal Lucky getroffen. Ah, super. Super. So, dann Lebensentzug, weil er vorher dran ist. Okay, ja. Wir heilen um 6. Poison macht ihm Schaden, das ist okay. Mächtiger Sturm. Oh nein, Madness. Oh, Madness in dem Fight ist jetzt ganz ungünstig. Oh, Lebensentzug hat aber nochmal getroffen. Das ist gut. Immer noch total verrückt und wahnsinnig. Verteidigung müsste funktionieren. Sehr gut. Und das hilft auch noch nächste Wunde. Orangenscheibe. Ja. Warum heilt eine Orangenscheibe eigentlich meine Verrücktheit? Das ist bestimmt irgendeine Anspielung an irgendeinen Spielfilm, whatever. Weil das hat ganz viele kleine Anspielungen, das Spiel auch. Das ist super geil. Oh, Sturm. Aua. Oh. Er ist nicht mehr poisoned. Jetzt noch einmal verwirrender Zahn. Gut. Poison, 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 nein. Verteidigung. Fuck. Ich muss heilen. Da muss man mal gucken, was gut heilt. So, Speck, Steak, Steak, glaube ich. Der Burger, glaube ich, hat 60 geheilt, ne? Yes. Gut.
anfälliger für Müdigkeit. Ja. Wachenschlag, Schuh. Burn. Nein, Burn macht unseren Angriff schwächer. Das ist richtig kacke jetzt. Oh mein Gott. Und ich kriege jede Runde Schaden. Verteidigung, gut. Dort macht mich drowsy, überschreibt den Status und heilt um 50%. Das haben wir noch geblockt, gut. Ich bin ein bisschen müde. Au, wow, 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 wow. Ich heile nicht viel. Auch weil drowsy das auch runterzieht. Shoot. Was, mehr Schaden? Poison. Stirb am Poison, stirb am Poison, stirb am Poison. Yes! First try Luftdrache! Ach, und Level up. Er findet der Luftkristall. Den Luftkristall. Die Übersetzung ist noch nicht perfekt. Nice! Danke für die GGs. Oh, strong! Schön. Das ist die wirbelnde Essenz des Luftwachens. Möchtest du sie anfassen? Berührt. Als du die Essenz des Luftwachens berührst, wird dein Geist von Visionen aus seiner Vergangenheit heimgesucht. Rayquaza. Du siehst, wie der mächtige Drache über das Land fliegt, seine Macht über den Himmel ausübt und über das Wetter herrscht. Sein Einfluss verursachte einen gewaltigen Sturm, der die Sonne für hunderte von Jahren verdunkelte. Als er endlich zur Ruhe kam, beruhigte sich das Wetter und ließ die Stadt Sextern aufblühen. Verdammt! Jetzt, wo der Drache tot ist, wird das Wetter total beschissen, oder? Ich sollte besser schleunigst von hier verschwinden. Meinst du? Chester scheint zurück nach Sexton reisen zu wollen. Draußen hat es angefangen zu regnen und Chester will nicht, dass du nass wirst. Möchtest du Chester streicheln? Ja, klar. Kann man die Katze streicheln, hallo? Chester ist eine gute Katze. Ja, wir gehen durch dick und dünn. So, Sexton ist hier. Ich habe aber schon deutlich schlimmere Übersetzungen gesehen, gerade zum Release. Nee, selber, die ist eigentlich voll gut. Ah, dieser Regen, wie erfrischend. Vielleicht verstehen die Leute hier endlich einmal, wie es ist, wenn man Unannehmlichkeiten hat. Sie guckt schon so. Nein, 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 das ist ja furchtbar. Wer will schon eine Stadt besuchen, der es ständig regnet? Was ist hier passiert? Woher kommt der Regen? Unsere schöne Stadt ist ruiniert. Ich weiß, ich weiß. Alter, das muss jetzt noch. War hier noch jemand? Nee. Ja, was mit dem Dieb? Du hast mir doch versprochen, ich krieg was ab. Jetzt sieh dir diese Ausbeute an. Juwelen, Gold ist das wirklich ein königlicher Schatz. Danke, dass du die Klappe gehalten hast und mir die Nummer hier nicht versaut hast. Wie versprochen, hier ist dein Anteil. Dave bekommt 20 Geld. Was? Was dann? Reicht dir das nicht? Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten, aber ich habe nichts darüber gesagt, wie viel du bekommen würdest. Vielleicht ist dir das eine Lektion in Sachen Diebesehre. Was guckst du so? Lass deine Kohle, also verpiss dich jetzt. Pixar. Er hat wirklich nie gesagt, dass er uns großzügig beteiligt. Was machst du denn hier drin? Du bist klatschnass. Warte. Warum bist du klatschnass? Der Regen kam, weil er doch tot ist? Was hast du getan? Unsere Ernte wird überschwemmt. Nichts wird mehr wachsen können. Die Stadt ist ruiniert. Geh, geh. Du hast alles zerstört. Ja. Sexton ist seit Generationen der größte Nahrungsversorger in ganz Allegoria. Jetzt, da unsere Ernte weg ist, haben wir nichts mehr, um irgendjemanden zu versorgen. Das ganze Geld wird weg sein. Und bei all dem Regen wird niemand hierher in den Urlaub fahren wollen. Du hast unsere Stadt ruiniert. Tja, blöd laufen, wenn man nur ein Standbein hat, ne? Ist halt eine dumme Idee. Warum sagst du denn Sexton? Da steht doch Sexton. Regen? Mein Gott, das ist ja eine absolute Qual. Jetzt bin ich ganz nass und all meine Schuhe sind völlig ruiniert. Wenn ich das meinem Vater erzähle, um mich zu zwingen, nach draußen zu gehen, das war das Grausamste, was man mir antun konnte. Dafür sollte ich besser das doppelte Taschengeld bekommen. Oh, was für Wichskinder, ey.
Was habe ich dir gesagt, mein Bester? Der Regen hat den ganzen Dreck von deiner Kleidung gewaschen. Hättest du so, wie ich es gesagt habe, Schmutzimitat getragen, hättest du dieses Problem nicht. Was soll denn der Hut? Setzt du den jemals ab? Also, das hatten wir schon. Er hat seinen Dialog nicht geändert, interessant. Um Himmels Willen, dieser Regen! Wenn das so weitergeht, sollten wir wirklich in Erwägung ziehen, eine neue Stadt zu kaufen, um dort zu leben. Eine Stadt kaufen? Jesus. Was für eine Katastrophe! Dieses Wetter ist furchtbar! Ich werde jetzt auf jeden Fall nach Octamea in den Urlaub fahren! Hier war niemand, ne? Was ist jetzt mit den Feldern im Süden? Da möchte ich nur ganz kurz hingucken. Sind die jetzt wirklich überschwemmt? Oh. Nein, ich hab's nicht gelootet, weil ich es mir aufheben wollte für später. Und jetzt ist es gone und ich kann es nicht mehr looten. Ach, fuck. Hallo nochmal, mein Freund. Ist dieser Weg nicht wunderbar? Heißt es so erfrischend und wir können endlich mal eine Pause von all der Arbeit machen. Nein, ich hab mir dadurch Loot verbaut. No. Das ist blöd. Hättest du wenigstens Schmutzimitate gekauft? Ja, furchtbar, ne? Ich finde einen Hamburger. Hast du den Regen gesehen? Der kam einfach aus dem Nichts. Es ist eine Schande, dass diese Pflanzen nicht mit zu viel Wasser umgehen können. Sieht aus, als wäre ich jetzt arbeitslos. Aber das ist in Ordnung. Ich habe genug gespart, um meine Familie herzuholen. Und es wird immer andere Jobs geben. Waren die Geschichten wahr? Bei diesem ganzen Regen glaube ich ja fast, dass dem Drache etwas zugestoßen ist. Ach du Scheiße, du hast sie getötet? Ach, schöner Mist. Ich schätze, es ist an der Zeit, sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Bei diesem Wetter kann nichts wachsen. Weißt du, dieser Regen ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich wollte sowieso wegziehen, um eine andere Arbeit zu finden. Also ist die Entscheidung jetzt ziemlich eindeutig. Er ist la persona que illumina la Illuvia? Gracias, mi amigo. Ahora no tengo que trabajar para un montón de idiotas. Da muss mir die Idioten, hat er gesagt. Sonst gucken wir noch, sind die Kristalle hier noch da? Das ist schlecht, was mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich schon mal so den ersten Anhaltspunkt suchen, wo es beim nächsten Mal weitergeht. Denn wir haben 5 Uhr. Wir machen Feierabend.